Willkommen, meine Damen und Herren, hier im Rittersaal des Schlosses Goldegg. Ich begrüße Sie zur zweiten Folge der Reihe Zeitgespräch, die der Kulturverein Schloss Goldegg hier veranstaltet und die vom Fernsehkultur- und Informationsprogramm ORF3 ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt dieser neuen Gesprächsreihe stehen Persönlichkeiten, die uns durch ihre Tätigkeit und ihre Biografie Orientierung geben, wie wesentliche kultur- und gesellschaftspolitische Fragen unserer Zeit beantwortet werden können. Mit dem Benediktinermönch David Steindl-Rast, meinem heutigen Gast, er ist in Wien geboren und hat dort auch studiert, möchte ich über die zentrale Frage der Verantwortung, die wir für die Welt haben, diskutieren und wie uns dabei Achtsamkeit und Spiritualität helfen kann. David Steindl-Rast ortet ein wachsendes Bedürfnis nach Spiritualität, sowohl in Europa als auch in den USA, wo er seit mehr als 60 Jahren als Benediktinermönch lebt. Sinnsuchende trifft er immer öfter in der Gruppe junger Wirtschaftsmanager, die erkennen, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. Bei der jungen Generation hat sich Steindl-Rast im Namen ihrer Eltern und Großeltern einmal entschuldigt. Zitat: Wir Älteren haben so viel verpatzt und die Welt zu dem gemacht, was sie heute ist, sagte er und ergänzt, was wir mit unserer Erde machen, ist Selbstmord. Auch Papst Franziskus spart in seiner jüngsten Enzyklika nicht mit Kritik an der Zerstörung der Umwelt, die er mit der Kritik an sozialem Unrecht, das sich in der Welt ausbreitet, ursächlich verbunden sieht. Seine Botschaft lautet, die Bewahrung des Planeten muss stets zusammen mit der Bekämpfung von Armut gedacht werden. Welche Welt werden wir hinterlassen, wenn es keine Kursänderung in Politik und Wirtschaft, aber auch auf Konsumentenseite gibt? Welche Wege stehen uns offen, um die dringend notwendige Änderung unseres Lebensstils, was Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch angeht, zu vollziehen und nachhaltig zu leben? Und wie können uns Achtsamkeit und Spiritualität dabei helfen, unseren Blick auf die Welt zu schärfen und die zu sehen, die unserer Solidarität bedürfen? Herzlich willkommen, David Steindl-Rast. Danke schön. Ich habe, wie es der Zufall will, wie ich gehört habe, wir werden heute hier zusammentreffen, auf meinem Schreibtisch ein Buch liegen gehabt, einen Gedichtband von Bert Brecht. Und es ist wirklich nicht erfunden. Es war folgendes Gedicht aufgeschlagen. Der Zettel des Brauchens. Viele kenne ich, die laufen herum mit einem Zettel, auf dem steht, was sie brauchen. Der den Zettel zu sehen bekommt, sagt, das ist viel. Aber der ihn geschrieben hat, sagt, das ist das Wenigste. Mancher aber zeigt stolz seinen Zettel, auf dem steht wenig. Bruder, darf ich Bruder sagen? Mhm. Bruder David Steindl-Rast, was braucht der Mensch zum Leben, außer einem sicheren Einkommen, ein Dach über dem Kopf, Gesundheit, Freunde, genug zu essen. Was braucht der Mensch für ein gutes Leben? Um es ganz kurz zu fassen, würde ich sagen, Vertrauen aufs Leben und daraus entspringt dann Lebensfreude. Ohne Vertrauen aufs Leben kommen wir nicht aus, weil wir uns dann unsere eigenen Vorstellungen machen, wie es sein sollte und uns immer dagegen sträuben, wenn es anders kommt. Wenn wir mit dem aufs Leben vertrauen und die Gelegenheiten wahrnehmen, die das Leben uns Augenblick für Augenblick anbietet, dann arbeiten wir mit, sozusagen mit dem großen Geheimnis des Lebens zusammen und das Leben selbst führt uns dann hin, wo es will. Also wenn ich Sie richtig verstehe, eines dieser wichtigen, essentiellen Dinge für ein gutes Leben
ist mal das Vertrauen, ist jetzt abgesehen natürlich von der Gesundheit, ohne die es nicht wirklich geht, ein gutes Leben zu führen. Wie ist es mit der Muße? Ja, mit der Muße. Ja, ungeheuer wichtig, aber ich komme doch zunächst auf Ihr Sagen, abgesehen von der Gesundheit. Auch kranke Menschen und sehr kranke Menschen müssen Lebensvertrauen haben. In jeder Lage müssen wir dieses Lebensvertrauen haben. Und nur dann gehen wir mit dem, was das Leben uns im Augenblick anbietet, und das könnte so etwas Schwieriges sein wie eine schwere Krankheit, kreativ um, und es führt zu etwas. Wenn wir uns dagegen sträuben, führt es zu nichts. Man muss das Vertrauen haben. Was ist die Quelle, die Kraft, auch wenn ich krank bin, daraus zu schöpfen? Dass das Leben, das Vertrauen heißt letztlich, dass das Leben mir immer schenkt, was ich brauche. Und auch wenn es etwas ist, was ich nicht möchte, vertraue ich, dass das Leben genau weiß, das brauche ich, obwohl ich es gar nicht möchte. Und aus Erfahrung können wir das alle eigentlich bejahen, denn wenn wir zurückschauen auf unser Leben, sehen wir, dass sehr häufig die größten Katastrophen oder was uns als große Katastrophe erschienen ist und unter Umständen auch wirklich katastrophisch war, immer zu einem neuen Anfang geführt hat, immer zu etwas Positivem geführt hat. Das Leben, wenn wir es vertrauensvoll annehmen und mitarbeiten, führt uns in größeres Leben, in tiefere Lebendigkeit. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist das jetzt schon, ist das noch mehr christlich-katholisch oder ist das, was Sie uns hier sagen, schon mehr buddhistisch? Ich hoffe, es ist weder buddhistisch noch christlich oder beides, aber eigentlich bemühe ich mich immer, aus meinem eigenen Glauben, in dem ich stehe, tiefer hineinzugehen auf das allgemein Menschliche. Denn dem Buddhistischen und dem Christlichen unterliegt ja noch ein etwas Tieferes, beiden gemeinsam und allen anderen Religionen gemeinsam. Und das ist die menschliche Religiosität, wenn wir das so nennen wollen. Aber Religiosität hat einen schlechten Namen, dann nennen wir es lieber Spiritualität. Also eine tiefe Lebendigkeit in allen Bereichen und auch eine lebendige Offenheit für das große Geheimnis, mit dem wir als Menschen konfrontiert sind. Und Christen nennen es Gott und Buddhisten nennen es nicht Gott, sind aber mit demselben Geheimnis konfrontiert. Sie leben, ich habe es vorher in der Einleitung gesagt, schon seit vielen Jahrzehnten in den USA. Dort sind Sie ja eigentlich hingegangen, haben Sie in einem Interview gesagt, to get rich, um reich zu werden. Drum geht man daran. Und Sie haben in den USA alles erwartet, nur nicht, dass Sie in die Gegend, wo Sie kommen, ein Kloster steht. Ja. Was mich so frappiert hat an der Geschichte und auch wie Sie das erzählt haben, Sie haben dann gesagt, ich bin trotzdem reich geworden, auf andere Weise, dass diese Entscheidung über Nacht gekommen ist. In Wahrheit, Sie haben das Kloster besucht, sind nach Hause gegangen, sind, ich will nicht, wenn ich es zu dramatisch erzähle, journalistisch, dann korrigieren Sie mich. Aber es hat sich so angehört, als hätten Sie über Nacht irgendwie, wie Sie aufgewacht sind, gesagt, das ist der richtige Weg, für mich ein gutes Leben zu führen. Ist das in der Verkürzung zutreffend? War es wirklich so eine rasche Entscheidung? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich war weniger als 24 Stunden dort und habe gewusst, das ist jetzt das Richtige. Das ist der
Ort für mich. Und das ist ein ganz großes Geschenk, denn ich bin nicht wie so viele andere, die große Schwierigkeiten haben, von Kloster zu Kloster gegangen, immer geschaut, ist das vielleicht das Richtige oder so. Nein, ich bin das Kloster, dem ich jetzt schon mehr als 60 Jahre angehöre, bin ich einfach hingekommen und so wie man manchmal sieht, das ist der richtige Partner und die richtige Partnerin für mich. Und es klappt manchmal, so hat es bei mir geklappt. Was ist das Geheimnis der guten Beziehung zum Kloster? Ist es, dass bei den Benediktinern zum Beispiel die Meditation einen wichtigen Platz einnimmt und sie vielleicht nicht zuletzt deshalb auch von der Glaubenskongregation aufgefordert wurden, doch für den interreligiösen Dialog mit dem Buddhismus oder für diesen interreligiösen Dialog ja, zu arbeiten? Ja, das ist schon ganz zentral natürlich und stimmt auch, dass das Verbindungsglied zwischen Buddhismus und christlichem Mönchtum ist. Aber wenn man so in ein Kloster eintritt, kommt alles immer anders, als man es erwartet hat, genauso wie in einer Partnerschaft. Und dann muss man sich immer wieder damit auseinandersetzen und immer sozusagen neu anfangen. Wir machen ja ein Gelübde als Benediktiner, Conversatio Morum, und das heißt ein immer wieder neu anfangen, immer wieder umkehren, immer wieder wandeln. Die Buddhisten nennen das Anfängergeist. Also man fängt immer von vorne an, jeden Augenblick. Das ist eigentlich unsere Spiritualität. Um auf die guten Dinge des Lebens zurückzukommen, der amerikanische Philosoph, ich sage jetzt mal, ich halte ihn im Moment für den wichtigsten amerikanischen Philosophen, Michael Sandel, der hat im Zusammenhang mit dem guten Leben gesagt, wer die guten Dinge des Lebens käuflich macht, fügt ihnen Schaden zu. Welche Dinge für Sie sind es, die bereits Schaden erlitten haben, weil sie käuflich geworden sind? Was mir zunächst einfällt, ist Wasser. Es gibt hier in Europa Firmen, die schon vorbereiten, in unser kleines Nest von Winkel, Gudeich, St. Gilgen, ist... Nest haben Sie jetzt zufällig gesagt. Bitte? Nest haben Sie zufällig gesagt. Okay, verstehe. ist jemand gekommen vor nicht langer Zeit, Business Suit, sehr gut angezogen und sehr vertrauenserweckend und ist von Haus zu Haus gegangen und hat gesagt, wir wollen Ihnen Geld anbieten für Ihr Wasser. Das ist sehr günstig für Sie. Nicht nur jetzt kriegen Sie Geld, sondern in der Zukunft. Sie sind dann immer sicher, dass Sie eine gute Wasserversorgung haben und so weiter. Und es hat sich herausgestellt, der Mann ist von einer Firma in Frankreich gekommen, die hier in Österreich Wasser aufkauft, Wasserrechte kauft. Wir konnten das... Prior von Gudeich, Pater Johannes, konnte das im letzten Augenblick für unser kleines Dorf verhindern. Aber Wasser wird käuflich, ist zum Großteil schon käuflich. Es gibt viele Orte der Welt, wo man nur mehr Wasser in Flaschen trinken kann. Und das ist jetzt schon eine große Gefahr, aber wird in der Zukunft Wasser viel wichtiger noch sein, wie heutzutage Öl ist. Hm. Neben solchen Dingen, so lebenswichtigen Dingen wie Wasser oder Luft, welche Werte würden Sie denn als besonders wertvoll bezeichnen, die wir genauso brauchen wie das Trinkwasser, wie das saubere Trinkwasser? Ich würde fast von Pflichtwerten sprechen. Was ist unverzichtbar
egal ob jetzt Mönch oder ganz normaler, durchschnittlicher Staatsbürger, worauf man nicht verzichten kann, so wie aufs Wasser oder auf eine gute Luft? Ja, ich würde das sehr global sehen und sagen, wir als Menschen können wir nicht verzichten auf die Natur, auf alles, was natürlich ist. Wir sind Teil der Natur, wir sind völlig eingebettet in der Natur und wir gehören der Natur an, wie man einer Familie angehört. Wir gehören dem Welthaushalt an und zu dem gehören die Tiere, zu dem gehören die Pflanzen, zu dem gehört die ganze unbelebte Natur. Wir dürfen uns dem nicht gegenüberstellen oder gar drüberstellen. Wir müssen unseren Platz in der Natur finden. Und was wir im Augenblick machen, ist, wir beuten die Natur aus. Wir sehen sie nur als eine Kommodität, als etwas Käufliches und Verkäufliches. Und das ist der große Schaden. Wir müssen umdenken und zu dem Umdenken gehört, dass wir uns als Teil der Natur sehen, dienend, empfangend, gebend, aber nicht beherrschend. Das Augenmaß spielt bei den Benediktinern eine wichtige Rolle, das richtige Augenmaß zu haben. Ich habe den Eindruck, und ich habe auch in meinem Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit Pater Anselm Grün geführt habe, auch von den Benediktinern, der mich immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er die Maßlosigkeit, also die Differenz eigentlich zwischen Bedürfnis auf einer Seite und die Begierde auf der anderen Seite für das gefährlichste Moment zur Zeit hält, dass wir nicht Maß halten können. Würden Sie sagen, diese Maßlosigkeit ist eine Sünde? Dem stimme ich ganz bei. Bei uns heißt dieses Augenmaß Discretio, das Maß halten oder Augenmaß. Und das ist ungeheuer wichtig. Wir leben in einem begrenzten Planeten und träumen immer von unbegrenztem Wachstum. Das kennen wir aus unserer medizinischen Erfahrung. Unbegrenztes Wachstum in einem begrenzten Körper ist Krebs. Unsere ganze Gesellschaft auf diesem Planeten ist Krebs erkrankt. Das zeigt sich ja dann immer wieder so, auch in den Krankheitserscheinungen. Und der erste Schritt wäre, diese Begrenztheit einzusehen und nicht auf unbegrenztes Wachstum, unbegrenztes, was immer es ist, hinzusteuern, sondern zu sehen, die Balance zu halten. Wie die Natur das von selber tut, das können wir lernen von der Natur. Die Natur weiß genau, wie alles immer, wie Wachstum immer ausgeglichen werden kann und muss. Und davon müssten wir lernen. Worin liegt die Ursache für diese Maßlosigkeit? Fehlt uns das Sensorium? Fehlt uns das Gespür? Fehlt uns das Augenmaß? Fehlt uns es an Achtsamkeit? Was ist die Ursache? Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in einer Art Wurlitzer-Gesellschaft. Ja? Ich will sofort haben, will haben. Gibt sogar eine Webseite, glaube ich. Will haben. Ja? Einwerfen und schon spielt die Musik. Dass sofort ein Wunsch in Erfüllung geht. Woher kommt das? Also die Kurzantwort ist von unserem Ego. Es kommt vom Ego. Und das Ego ist was anderes wie ich selbst. Und da müsste man halt ein bisschen weiter ausholen und sagen, wir leben als Menschen in einem Doppelbereich. Der Dichter Rilke nennt das so schön Doppelbereich. Nicht zwei Bereiche, sondern ein Bereich, aber ein Doppelbereich mit zwei Polen. Wir sagen zum Beispiel, ich habe einen Leib. Das ist was sehr Sonderbares, wenn man das sich so von außen anschaut. Da sitzt ein Leib und sagt mit
Hilfe des Leibes, ich habe einen Leib. Das ist ganz was Sonderbares. Da muss man das ein bisschen nachdenken. Wer ist denn das, der da sagt, ich habe einen Leib? Und da kann man so in sich gehen oder zurückgehen, wenn man das so bildlich ausdrückt, und sich beobachten. Ich kann mich beobachten, wie ich hier sitze und sage, ich habe einen Leib. Und ich kann immer weiter zurückgehen, bis ich der Beobachter bin, den niemand mehr beobachtet. Und das ist der zweite Pol von ich selbst, das Selbst. Und dieses Selbst ist nicht in Raum und Zeit. Mein Leib, meine leibliche Wirklichkeit, die zu diesem Doppelbereich gehört, ist in Raum und Zeit. Das heißt, ich habe einen Anfang und ich habe ein Ende. Das Selbst hat weder Anfang noch Ende. Das Selbst ist nicht in der Zeit. Wenn ich als Kind war ich selbst, als junger Mann war ich selbst, jetzt bin ich selbst und solange ich lebe, werde ich selbst sein. Und dieses Selbst nicht zu dieses Selbst gehört uns allen an, weil es nicht in Raum und Zeit ist, ist es unteilbar. Also alle von uns haben ein Selbst. Und solange ich mich daran erinnere, wenn ich selbst, einerseits meine Individualität, andererseits meine Zugehörigkeit zu allen, und dieses Selbst gehört nicht nur allen Menschen, sondern allen Tieren, allen Pflanzen, es ist das große Selbst. Solange ich mich daran erinnere, geht alles gut. Im Augenblick, wo ich dieses Selbst vergesse, schrumpft mein Ich zusammen zum Ego. Das ist jetzt das Ego. Ein zusammengeschrumpftes Ich, das vergessen hat, dass es dem großen Selbst angehört. Und da liegt die ganze Schwierigkeit. Und, diese Entwicklung ist schuld daran, dass wir in unserem Leben, in diesem einen Leben versuchen, durch Beschleunigung oder durch technische Gadgets mindestens zwei Leben hineinzustopfen. Ja, alles, was schief geht, kommt von diesem Ego. Denn das Erste, was uns passiert, wenn wir das Selbst vergessen, die große Zugehörigkeit vergessen und auf dieses kleine Ich zusammenschrumpfen, ist, dass ja da jetzt Billionen andere Ichs da sind. Und das Erste, was kommt, ist Furcht. Wir fürchten uns. Wir fürchten uns, dass uns jemand zuvorkommt, dass uns jemand angreift. Dann werden wir selber aggressiv, das ist das Erste, weil wir uns fürchten. Das Zweite ist Rivalität, das sind ja die ganzen anderen, da muss ich meine Ellbogen verwenden. Und das Dritte ist, da ist vielleicht nicht genug da für uns alle, jetzt muss ich habsüchtig werden. Ist die Krankheit, würden Sie sagen, die Krankheit unserer Zeit heißt Arcadia? Also nicht im Augenblick sein zu können, sich auf das zu konzentrieren, achtsam zu sein und zugleich aber auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen platt entspannt, dass wir nicht diese Annäherung haben, weil wir dauernd, da gibt es dieses schöne Beispiel, wo der Zehnlehrer vom Schüler gefragt wird über das Sitzen und das Stehen und das Gehen und der Lehrer sagt ihm dann, du bist weder im Sitzen, weder im Stehen und du bist immer schon woanders. Ja. Ist das unsere Krankheit heute, dass das nicht im Augenblick sein können? Das gehört ganz zu dem Ego dazu. Ja, das ist die wichtige Einsicht, dass wenn wir im Jetzt sind, im Augenblick, wirklich im Augenblick sind und nicht schon voraus oder hinten nach, sind wir auch im Selbst. Das Selbst und das Jetzt gehören ganz zusammen. Und wir sind meistens nicht im Selbst, weil wir noch zu, sagen wir, 45%, wenn es gut geht, an der Vergangenheit klammern, entweder weil wir uns als Opfer fühlen oder weil es damals die schöne, gute, alte Zeit war oder was immer der Grund ist, und mit anderen 45%
schon uns voraus sind und nicht warten können, bis das und das geschieht, oder uns fürchten, was da auf uns zukommt. Und höchstens 10% sind übrig, um im Jetzt zu sein. Und wir müssen 100% im Jetzt sein, um wirklich ich selbst zu sein. Bruder Steindl-Rast, wie kommen wir in den Augenblick? Wie schaffen wir das? Im Buddhismus gibt es diese Annäherung oder diese, wie soll ich sagen, Anweisung fast. Betrachte dein Leben so, als hättest du zur Lösung der Aufgabe 1000 Jahre Zeit, aber sei dir bewusst, du kannst morgen sterben. Wie schaffe ich das, im Jetzt anzukommen? Also wieder kurz, eine ganz kurze Antwort, durch dankbares Leben. Aber das wird dann sehr leicht missverstanden, denn wenn ich sage dankbares Leben, denken die meisten Leute, ja, das heißt, zähl deine guten Gaben, die das Leben dir gibt, und lass das andere über aus. Und wenn, das ist schon der falsche Weg. Dankbar leben heißt, zuerst sich bewusst zu machen, dass Dankbarkeit immer dann in uns aufsteigt, wenn uns etwas sehr Wertvolles geschenkt wird, das für uns sehr wertvoll ist. Das kann sonst keinen monetarischen Wert haben. Das kann für eine Mutter das kleine Blümchen sein, das das Kind der Mutter schenkt. Aber für uns ist es wertvoll und es muss wirklich völlig frei geschenkt sein. Also nicht, wir müssen nicht dann später dafür zahlen oder sonst etwas, das ist wirklich ein freies Geschenk. Und diese beiden Dinge kommen zusammen im Augenblick, im Jetzt. Denn da wird uns etwas geschenkt, was wir unter keinen Umständen uns selber geben können und was die Voraussetzung ist für alles andere, was wir uns wünschen. Wenn wir nicht mehr da sind in dem Augenblick, kann sonst nichts geschehen. Also das Jetzt ist das größte Geschenk. Und durch dankbares Leben, dadurch, dass wir uns eben Augenblick für Augenblick daran erinnern, erleben wir diese Freude. Die Dankbarkeit ist ja eigentlich Freude, ist nicht das Danke-Sagen, es ist die Freude, die wir erleben. Und aus diesem im Augenblick Leben entspringt dann die Lebensfreude. Ich kann das für mich nachvollziehen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, hier stünde ein dritter Sessel, und wir würden einen x-beliebigen Flüchtling, der von seiner Familie getrennt ist, egal ob es jetzt Frau, Mann oder Kind ist, wie soll die Person diesem Leben gegenüber dankbar sein? Sieht man mal davon ab, dass man sagt, weil ich das unlängst im Mittagsjournal gehört habe, in einem Interview, wenn ich zu Hause in Syrien geblieben wäre, wäre meine Chance getötet zu werden 90% gewesen, die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich fliehe von Syrien, dann habe ich eine 50-50 Chance. Also wenn man mal das abzieht, wie soll ich einem Flüchtling, jemand, der seine Heimat verloren hat, wir kennen das unmittelbar, es sind ja auch genügend Flüchtlinge in Salzburg untergebracht, wie soll der dankbar sein? Also diese Frage ist ganz zentral und ganz entscheidend und nicht auf Flüchtlinge beschränkt, sondern für jede und jeden von uns stellt sich früher oder später die Frage, wie kann ich dafür dankbar sein? Kann ich wirklich für alles dankbar sein? Und die Antwort ist selbstverständlich nein. Es gibt unzählige Dinge, für die kein Mensch dankbar sein kann. Gewalttätigkeit, Ausbeutung, Unterdrückung und im Privatleben Verleumdung, Untreue, alles, Krankheit. Wir können für vieles nicht dankbar sein, aber wir können in jedem Augenblick dankbar sein, immer jetzt, weil wir ja nicht für das dankbar sind, was uns gegenübersteht, sondern
das Geschenk innerhalb von jedem Geschenk ist die Gelegenheit. Und auch die Dinge, für die wir nicht dankbar sein können, geben uns eine Gelegenheit. Und das könnte die Gelegenheit sein, etwas zu lernen. Das kann sehr schwierig sein, sehr schmerzhaft. Die Gelegenheit zu wachsen. Auch Wachstum ist schwierig und oft auch schmerzhaft. Auch die Gelegenheit zu protestieren. Das ist eine großartige Gelegenheit. Das so darf es nicht sein. Und die Gelegenheit, überhaupt etwas zu tun, uns einzusetzen für etwas. Und diese Gelegenheiten sind uns in jedem Augenblick gegeben, obwohl die Gelegenheit, die uns am meisten gegeben wird, und das bemerkt man erst, wenn man anfängt zu schauen, was ist denn jetzt in diesem Augenblick die Gelegenheit, die uns am meisten und am öftesten gegeben wird, ist die Gelegenheit zu genießen, uns zu freuen. Ich kann mich an diesem Wasser freuen. Wasser, reines Wasser. Und man dreht den Hahn auf und es kommt reines Wasser raus. Für Millionen und Millionen der Welt ist das ja überhaupt keine Gegebenheit. Aber eigentlich ist das Geschenk die Gelegenheit, dieses Wasser jetzt zu trinken. Denn dieses Glas Wasser könnte auch draußen stehen und nicht hier auf dem Tisch. Und jetzt bin ich hier herinnen und während der Sendung darf niemand den Raum verlassen. Und das Wasser ist da, aber ich habe nicht die Gelegenheit, es zu trinken. Also immer ist es Gelegenheit, wofür wir letztlich dankbar sind. Und auch in den Augenblicken, wo wir mit etwas konfrontiert werden, wofür wir nicht dankbar sein können, können wir immer dankbar sein. Was ist das jetzt, die Gelegenheit? Und immer gibt uns das Leben Gelegenheit dazu, was wir wirklich brauchen. Das ist Lebensvertrauen natürlich auch. Lebensvertrauen und Vertrauen darin, dass man wagen kann, auf die Suche zu gehen, nämlich auf die eine oder andere Sinnfrage zu lösen oder zumindest asymptotisch sich der Lösung anzunähern. Und davor haben wir Angst. Das ist auch ein ganz entscheidendes Stichwort in dem Zusammenhang. Angst gehört zum Leben. Wir können nicht durchs Leben gehen ohne Angst, aber Furcht brauchen wir nicht haben. Wir müssen Mut haben und Mut können wir nur haben, solange wir Angst haben. Wenn die Angst weg ist, braucht man keinen Mut mehr. Diese Unterscheidung zwischen Angst und Furcht ist ganz wichtig, denn wenn wir uns fürchten, dürfen und sollen wir das eingestehen, ja, ich fürchte mich, aber ich vertraue. Und dieses Vertrauen ist der Mut, mit dem wir durch die Angst durchgehen. Angst kommt ja von dem Wort Enge, Angustia, ist eine Enge, ist ein Engpass. Wir müssen da durch. Und Furcht sträubt sich und kommt nicht durch. Und Mut, Lebensvertrauen, sagt ja und geht durch. Viele Menschen begeben sich, ich nehme das Wort gehen auf eine Wallfahrt oder ergehen sich, weil sie suchen, weil sie ihren Weg suchen. Ich glaube, der heilige Benedikt hat das gesagt, du musst deinen Weg suchen. Du musst sozusagen ein Stück auf die Suche nach dir selber gehen, aber im Zen-Buddhismus ist wie ein Echo, du kannst nur dann auf den Weg gehen oder den Weg finden, wenn du selber zum Weg geworden bist. Wie kann mir da Spiritualität helfen, ich zu werden und meinen Weg zu finden? Wie ist es Ihnen geglückt? Also Thomas Merton, auch ein großer Zisterzienser, also Benediktiner, und sehr viel gelesen, der hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, der spirituelle Weg wird ja nicht dadurch begangen, dass wir einen Fuß vor den anderen setzen. Der spirituelle Weg besteht darin, dass wir unsere Augen öffnen und sehen, dass wir schon dort sind.
Und das ist so viel schwieriger. Und wir wollen immer gerne was tun. Wir wollen immer gern was tun, um zu beweisen, dass wir also tatkräftig sind. Und da gehen wir und rennen herum und gehen von einem Kurs zum anderen, anstatt unsere Augen aufzumachen. Und das ist für Buddhisten ebenso ein Problem wie für Christen oder für alle anderen. Das ist einfach ein menschliches Problem. Ich frage mich mal grundsätzlich, ich frage Sie grundsätzlich mal, stimmt es, dass es ein wachsendes Bedürfnis nach Spiritualität gibt? Ich habe erwähnt, die Manager, die junge Generation unter den Managern im Wirtschaftsbereich, die Wochenendseminare machen, Kontemplation, ich will jetzt nicht sagen Selbstfindung und so weiter, aber vor Jakobsweg etc. Ist das wirklich eine Suche nach Spiritualität, nach dem Sinn von Religion? Oder ist es nicht mehr eine andere Form, ich spitze es jetzt zu, von Qigong, Yoga, Zen, Bogenschießen, ist es eine andere Form der Selbstfindung, die man da in einer Art Seminar absolvieren will? Weil sonst, ich finde so, die Spiritualität verhält sich wie kommunizierende Gefäße zur Religion. Je mehr die Enttheologisierung der Religion voranschreitet, umso stärker wird der Wunsch nach Spiritualität als Surrogat für die Religion. Und ich finde, das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Also gibt es jetzt mehr Spiritualität? Aus meiner Erfahrung, und das ist beschränkt, aber ich habe doch einige Erfahrungen gesammelt, scheint es schon, dass wirklich ein Aufstieg an Interesse für Spiritualität da ist. Ein sehr bemerkenswerter Aufstieg. Aber wir müssen uns fragen, was heißt Spiritualität? Und Spiritualität kommt von dem lateinischen Wort Spiritus, das heißt Lebensatem. Und darum verstehe ich unter Spiritualität einfach Lebendigkeit. Lebendigkeit auf allen Gebieten. Also es muss beginnen mit dem Leib. Sehr häufig beginnt Spiritualität so von den Augenbrauen an hinauf. Der ganze Leib muss beginnen mit allen unseren Sinnen. Alles muss beginnen in unserer Leiblichkeit, mit unserem Gefühl. Wir müssen uns auf unsere Gefühle, auf unseren Intellekt einlassen. Das gehört unbedingt zur Spiritualität dazu. Und manche sogenannten Spiritualitäten leiden darunter, dass nicht viel gedacht wird. Und unseren Sinn für das große Geheimnis, also transzendent, unser Sinn für das Geheimnis, in das wir im Leben eingebettet sind. Und das ist also der Hunger nach Spiritualität ist ein Hunger nach Lebendigkeit. Und da sind wir wieder in dem Bereich, über den wir gerade sprechen. Wir sind entfremdet, wir sind dem Leben entfremdet, weil wir der Natur entfremdet sind, weil wir die Natur nicht mehr als Teil der Natur sehen, sondern als Ausbeuter und Nutznießer der Natur. Und darum haben wir diesen großen Hunger, wieder lebendig zu werden, auf allen Ebenen. Und das ist etwas sehr Positives. Ich glaube, das sollte unterstützt werden in jeder Weise. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem wachsenden Bedürfnis nach Spiritualität und einer Enttheologisierung? Der deutsche Schriftsteller Mosebach, der gläubiger, praktizierender Katholik ist, hat mit Navid Kermani, einem Schriftsteller, gläubiger, praktizierender Muslim, ein sehr gutes, sage ich mal, Streitgespräch geführt. Und Mosebach hat gesagt, wir glauben, wir müssen knien, sonst glauben wir nicht. Also jetzt könnte man sagen, das ist ein Ewigestriger,
Aber diese Öffnung zu Gott, sich selber klein zu machen und nicht so wichtig, aber in einer Gemeinschaft zu sein, das hält man im Zeitalter der Individualität nicht aus. Also weiche ich seitlich aus und suche die Antwort in der Spiritualität? Also ausweichen würde ich das nicht nennen. Rilke, der Dichter Rainer Maria Rilke, hat ein sehr schönes Sonett, das mit den Worten beginnt: Alles Erworbene bedroht die Maschine. Und das heißt nicht nur die Maschinen, die da draußen stehen, sondern unsere Mechanisierung, die Maschine, die im Geiste ist, wie er sagt, die in uns ist. Aber das Sonett endet mit den Worten: Aber noch ist uns das Dasein verzaubert. An 100 Stellen ist es noch, das Wort entfällt mir jetzt, Geheimnis, das niemand berührt, der nicht kniet und bewundert. Und dieses Knien und Bewundern ist das Entscheidende. Und das ist eigentlich, das ist Spiritualität, lebendig sein für dieses große Geheimnis, ehrfürchtig lebendig sein für dieses große Geheimnis. Und diese Spiritualität ist auch, was ich Religiosität nenne, in dem guten Sinne. Religio ist ein wunderschönes Wort. Es heißt, es kommt von religare, von wiederverbinden. Spiritualität, Religiosität verbindet wieder Dinge, die zusammengehören und zerbrochen und zerrissen sind. Unsere Zugehörigkeit zu unser wahres Selbst, die Zugehörigkeit zu allen anderen Menschen, Tieren, Pflanzen, Religare muss wieder verbunden werden. Unsere Zugehörigkeit zu diesem großen Geheimnis, das gehört alles dazu. Aber das ist was anderes wie die Religionen. Da sind wir beim springenden Punkt. Aber es ist halt schon einmal gefallen, der Hinweis auf das Buch des Dalai Lama, Ethik ist wichtiger als Religion. Das, was Sie jetzt gesagt haben, könnte man eins zu eins als zweites Vorwort sozusagen der jüngsten Enzyklika von Papst Franziskus nehmen, nämlich ins Handeln zu kommen, ja, einen Anstoß zu geben. Und nicht umsonst sind das die ersten zwei Worte aus dem Sonnengesang des heiligen Franziskus, der sich ja auch um die Natur, um die Tiere etc. Angenommen hat. Und Franziskus verlangt in dieser Enzyklika Schritte der Veränderung, nämlich auch unseres Lebensstils, vom Konsum zum Opfer, von Habgier zur Freigebigkeit, von der Verschwendung zur Fähigkeit zum Teilen. Aber sehen Sie eine Chance, dass sich auch nur Teile dieser Enzyklika in der Realität, im Alltag niederschlagen werden? Ist der Kapitalismus oder sagen wir jetzt mal die Marktwirtschaft mit ihrer Verführungskunst nicht weitaus stärker als das Wort einer Enzyklika? Ein wichtiges Zusammenprallen wird es nächste Woche in den Vereinigten Staaten gehen, wenn Papst Franziskus hinübergeht und vor dem Vereinten Senat und den Abgeordneten, also der ganzen Regierung, sprechen wird. Und es sind da schon große Befürchtungen, dass da von gewissen Kreisen drüben ist er schon als Antichrist verschrien worden. Und also es ist nicht so leicht. Nächste Woche wird sich da einiges tun. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass jeder von uns und jede von uns daran mitarbeiten muss. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Und es wird sehr viel von uns gefordert. Wir müssen und dürfen uns nicht schrecken lassen, von wie viel von uns gefordert wird. Aber wir müssen es anerkennen und die kleinen Schritte unternehmen. Zum Beispiel, also nur um ein kleines Beispiel, um besonders Schwieriges herauszugreifen, die Zukunft der Menschheit wird nicht nur vegetarisch, sondern vegan sein, oder wir haben keine Zukunft.
Darüber kann man sich ganz leicht im Internet informieren, in Tausenden von verschiedenen Aspekten. Die Fleischproduktion und die Tierhaltung ist so schädlich, dass wir es, die Zukunft wird es nicht, sich nicht leisten können. Das müssen wir ins Auge fassen. Aber das heißt nicht, entweder werde ich heute vegan oder ich muss ein schlechtes Gewissen haben. Ich tue, was ich kann. Etwas muss ich mir vornehmen. Ich werde mir vornehmen, wenn ich jetzt dreimal in der Woche Fleisch esse, nur einmal in der Woche Fleisch zu essen. Das ist ein Schritt, den jeder machen kann. Irgendeinen kleinen Schritt. Aber wir müssen immer wieder auf die großen Herausforderungen schauen und dann einen kleinen Schritt auch wirklich machen. Also ich habe in der Enzyklika als entscheidend gefunden jene Passage, wo Franziskus eigentlich das erste Mal, dass ein Papst sowas macht, nämlich die Soziallehre der katholischen Kirche, auf die Situation sozusagen unserer Erde umzuschreiben. Also er sagt, das Klima, die gute Luft, ich vorher gesagt habe, das Klima ist ein Allgemeingut. Ja. Es ist also mit diesem Satz schon klar, dass jeder Mitverantwortung trägt für das, was mit der Klimaerwärmung oder was ich dazu beitrage. Ja. Zur Klimaerwärmung. Da ist wirklich nicht ein Quantensprung, weil das Quantum ist ziemlich klein, also da ist wirklich ein riesiger Schritt. Es ist ja auch das erste Mal, dass ein Papst sich nicht an die Christen wendet, sondern an die Menschen, an alle Menschen. Er sagt, es ist jetzt ein Problem, das uns alle angeht und das wir nur gemeinsam als Menschen über alle religiösen und anderen Grenzen hinaus gemeinsam in Angriff nehmen können. Und das zweite Entscheidende ist, dass er das jetzt verbindet, die offensichtliche, den Klimawandel und alle die Probleme, die es mit sich bringt, verbindet er mit der Armut und mit der ökonomischen Ungleichheit und dieser Einkommensschere, die immer weiter wird, und mit der Ausbeutung von Menschen. Weil Sie das ansprechen, also Freunde von mir, die im Entwicklungsdienst, in Entwicklungsprojektarbeit in Afrika, in Äthiopien tätig sind, mit denen ich gestern gesprochen habe, wird von uns noch nicht wahrgenommen, medienmäßig, aber Äthiopien steht oder Teile von Äthiopien stehen wieder vor einer riesigen Dürrekatastrophe. Es sind 4,5 bis 5 Millionen Menschen, da hat es in Gebieten ein Dreivierteljahr, Jahr nicht geregnet. Und es ist genau das, um jetzt auf Papst Franziskus Bezug zu nehmen, dass das natürlich auch durch all die Emissionen, die von wem, aus welchem Land auch immer stammen, mit beeinflusst wird. Und ich denke mir, wir haben jetzt Armutsflüchtlinge. Ich weigere mich, Wirtschaftsflüchtlinge zu sagen. Wir haben Armutsflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge. Es wird auch die Klimaflüchtlinge geben. Und wenn hier nicht ein Umdenken erfolgt, dann werden wir, vielleicht ist das jetzt auch ein Lernprozess, jetzt rede ich von Europa, was an Flüchtlingen zu uns kommt, dass ein Umdenken, dass es Zeit ist. Es ist ja wunderschön, wie hilfreich Menschen den Flüchtlingen gegenüber sind und wie liebevoll, weitgehend liebevoll die Flüchtlinge hier in Österreich aufgenommen werden. Ich lese fast jeden Tag in den Vereinigten Staaten immer wieder, wird ausdrücklich Österreich herausgegriffen und die Flüchtlingsfrage, wie die Österreicher sich gut benehmen. Aber wir müssen uns, das ist wunderbar, dazu gibt es kein Aber, nur darüber hinaus müssen wir uns fragen, wie tragen wir zu den Lebensverhältnissen der Flüchtlinge dort bei, wo sie herkommen. Wie Sie eben gerade gesagt haben, durch unsere Ausbeutung der Natur tragen wir zu diesen Naturkatastrophen bei, die
aus Afrika wieder Flüchtlinge bringen werden oder auch zu anderen Katastrophen, die andere Flüchtlinge bringen. Was tragen wir bei? Und dann, das müssen wir ändern. Das ist die radikale Lösung. Gibt es für Sie ein Modell des Wirtschaftens, das Sie präferieren, wo Sie sagen, da dieses Wirtschaftsmodell, das wäre eigentlich eine gute Annäherung für eine Problemlösung? Ihr Abt Primas Notker Wolf hat sich vor ein paar Jahren ziemlich, für mich erstaunlich, muss ich sagen, aus dem Fenster gelehnt mit deutlichen politischen Stellungnahmen für eine neue soziale Marktwirtschaft. Hat sich auch damals auch ganz offen ausgesprochen dafür, dass Arbeitslosengeld gekürzt werden soll, wenn jemand eine Arbeit, die zumutbar ist, nicht annimmt, aber demselben Atemzug die Gewinnmaximierung, die Profit, den Profitkult genauso verurteilt. Was wäre für Sie ein passables Modell? Also ich habe nicht annähernd so viel Einsicht in die Wirtschaft wie unser Erzabt Notker Wolf, aber ich stelle immer wieder einfach Mensch zu Mensch, wenn ich einfach Mensch zu Mensch, ohne da an irgendwelche Wirtschaftler überhaupt zu denken, die Frage, wie ist es möglich, dass Menschen lange Zeit oder ihr Leben lang in einem Betrieb arbeiten, ohne Mitbesitzer zu sein. Und diese Frage stellen wir uns gewöhnlich gar nicht. Aber wenn wir sozusagen mit einer Tabula rasa, mit einem reinen, gesunden Menschenverstand anfangen und uns dann jemand sagt, da gibt es ein paar Betriebe, in denen die Mitarbeiter gar nicht Mitbesitzer sind, sondern die werden da einfach ausgenützt. Da würden wir sagen, das ist doch kaum möglich. Es ist aber ganz umgedreht. Es gibt nur ganz wenige Betriebe, in denen die Mitarbeiter Mitbesitzer sind und die gehen außerordentlich gut. Eine riesige Bank in London und andere Betriebe gehen ausgezeichnet gut. Aber solche Fragen würde ich gerne stellen. Jetzt stelle ich eine Frage, die ich schon lange stelle und die ich vergessen habe, Anselm Grün zu stellen. Also ein Mönch, ein Benediktinermönch, ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, für bedingungsloses Grundeinkommen. Sie haben genau, ja eine. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ausgezeichnet. Ich bin einmal interviewt worden in der Schweiz. Da gibt es sehr ausgezeichnete Bestrebungen für allgemeines Grundeinkommen. Und da habe ich gesagt, wir haben das schon seit 1500 Jahren. Genau. Und das zeigt also das auch, Grundeinkommen für die Gemeinschaft tätig sein, die Aufgaben ora et labora. Ja. Und das Dritte ist das Lesen. Das wird meistens verschwiegen. Aber es heißt immer, wenn da ein allgemeines Grundeinkommen ist, garantiertes Grundeinkommen, dann werden die Leute also faulenzen und niemand will mehr arbeiten. In einem Kloster gibt es auch ein paar Faulenzer, die wird es immer geben. Aber die meisten nehmen das eine großartige Gelegenheit. Man kann sich dem zuwenden, was einen wirklich interessiert. So wäre es auch in der großen Gesellschaft. Und zu diesem allgemeinen Grundeinkommen gehört auch, und zwar Toni Gunzinger in der Schweiz, ein ganz großer Vorkämpfer dieses garantierten Grundeinkommens und ein ganz großer Wirtschaftler, der auch sehr erfolgreich ist als Wirtschaftler und auch zugleich Professor an der ETH Zürich, der sagt, verbindet das mit der Alimente, mit dem der Alimente, Luft, Wasser, Allgemeingüter. Allgemein, die sind allgemeingut und müssten dann auch besteuert werden, so wie die Alimente, wenn jemand mehr davon verwendet, so wie die gemeinsame Almwirtschaft. Wenn jemand 30 Kühe hinschickt, zahlt er mehr als jemand, der 5 Kühe hinschickt. So kann das gehen. Aber die beiden gehören zusammen, die Alimente und das Grundeinkommen. Gibt es wunderbare, funktionierende Gemeinden in Vorarlberg, die genau nach diesem Prinzip leben.
Jetzt auf die müsste man schauen und die müsste man loben und ehren, ja. Und von denen müsste man lernen. Apropos loben, ist Bhutan lobenswert mit dem Brutto? Da fragen Sie mich einen Monat zu früh. Ich bin eingeladen worden, Anfang Oktober nach Bhutan zu fahren. Wir müssen uns wiedersehen. Bitte? Wir müssen uns wiedersehen. Ja, das interessiert mich sehr. Und das wirklich dort zu studieren. Ich bin eingeladen von dem Institut für... Man kann auch zu früh Fragen stellen. Ja. Ja. Okay. Bruder Steindl-Rast, die Enzyklika lehrt Ganzheitlichkeit und Gerechtigkeit. Ist das noch katholisch oder ist das schon buddhistisch? Ja, das ist allgemein menschlich. Ich komme immer darauf zurück, die christliche Ausformung unserer Spiritualität, und es gibt eine wunderbare Tradition christlicher Spiritualität, und die buddhistische Ausformung der Spiritualität, die auch bewundernswert ist, ebenso bewundernswert, beide Wurzeln in der menschlichen Spiritualität, in der allgemeinen menschlichen Spiritualität. Und wenn der Dalai Lama sagt, Ethik ist wichtiger als Religion, so meint er, nicht Ethik ist wichtiger als Religiosität oder Spiritualität, sondern das ist ja alles eins, sondern es ist wichtiger auf uns, auf die Religiosität, zu der auch die Ethik gehört, auf die Spiritualität zu besinnen, als uns als Angehörige von Religionen herumzustreiten. Darum geht es ihm eigentlich. Also für mich war das ein Aha-Erlebnis, als ich das erste Mal mit dem Dalai Lama ein längeres Gespräch machen durfte, dass er gesagt hat, um Himmels Willen, die Leute sollen, gemeint waren die Österreicherinnen und Österreicher, bei ihrer Religion bleiben. Ja, immer. Ja? Und jetzt nicht, weil es aus welchen Gründen auch immer vielleicht schick ist, hier eine andere Religion zu wählen, weil es eben nicht um die Religion, sondern um die Religiosität gegangen ist. Ja. Und es ist ja kein Zufall, dass der Dalai Lama dieses Buch schreibt, das alle Menschen aufruft zu dieser menschlichen Ethik, und der Papst Franziskus seine Enzyklika schreibt und sich an alle Menschen wendet. Wir müssen wirklich uns bewusst sein, wie wir zusammengehören und dass wir mit Problemen, die wir selber kreiert haben, konfrontiert sind, die wir nur gemeinsam lösen können. Bruder Steindl-Rast, was würden Sie, wenn Sie jetzt diese eine Stunde Gespräch von uns Revue passieren lassen und auch Ihre Erfahrung, ich darf sagen, Sie werden nächstes Jahr 90 Jahre alt, Sie sind sehr viel unterwegs, man würde sagen, fit wie ein Turnschuh. Das ist ein großes Geschenk. Großes Geschenk. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Also darauf bin ich eigentlich schon vorbereitet. Denn am Schluss von solchen Veranstaltungen werde ich sehr häufig gefragt, wenn Sie das alles zusammenfassen, wie würden Sie das ganz kurz sagen? Die haben alle meine Sendungen gehört. Ja, das dann ist immer meine Schlussfrage. Schon gehört, aber ich fasse es alles zusammen in dem einen Satz: Fürchte dich nicht. Nimm das mit nach Hause, fürchte dich nicht. Angst hast du und Angst darfst du haben. Und die Angst nicht einzugestehen und zu sagen, ich habe keine Angst, ist auch ein sich sträuben gegen die Angst, ist ein Ausdruck von Furcht. Angst ist unvermeidlich. Furcht heißt sich gegen die Angst, das heißt auch gegen das Leben sträuben. Das Gegenteil von Angst ist Lebensvertrauen. Dieses Lebensvertrauen haben wir tief in uns. Unser Körper hat es. Wir können nicht aufhören zu atmen. Wir können nicht uns zwingen, aufhören zu atmen. Wir können uns erhängen, aber das ist was anderes. Das Leben lebt uns. Wir sagen immer, ich habe das Leben und ich nehme mir das Leben. Ja,
das Leben hat uns viel mehr, als wir das Leben haben. Und diesem Leben vertrauen, das heißt sich nicht fürchten. Und das ist das Gebot, das am häufigsten wiederholt wird in der ganzen Bibel. Das ist nur gar kein Zufall. Nicht fürchte dich nicht, dann ist schon alles erledigt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch dir. Danke auch für die Zeit.